Meine sehr verehrten Damen und Herren, Weltwoche on the road, eine Weltpremiere heute hier in Zürich. Ein Streitgespräch über die brisanten Themen des Monats. Wir haben das vorher einvernehmlich besprochen. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier in Zürich. Und bitte begrüßen Sie mit einem dunnenden Applaus unseren Gast vom heutigen Abend, den Ständerat Daniel Josic. Den Ablauf habe ich erklärt. Wir haben drei Themen am heutigen Abend für die erste gute halbe Stunde. Und zwar ist das natürlich World Economic Forum und Trump. Zweitens Begrenzungsinitiative von der SVP, auch genannt Kündigungsinitiative. Und natürlich ebenfalls unvermeidlich No Billag. Ich fange gerade mal an mit World Economic Forum und Trump, um mich da gerade zu outen. Ich finde das World Economic Forum, bei allem, was man vorwerfen kann, finde ich eigentlich eine gute Veranstaltung. Es sind sehr interessante, intelligente Leute dort oben. Klaus Schwab hat es angebracht, eine Art angewandte Neutralität, politische Plattform. Die Leute reden freier, es werden auch Geschäfte gemacht, interessante Politiker. Man kann beobachten, wie sie sich positionieren und die ganze Welt schaut darauf ab und ist eigentlich fasziniert. Und es steigert irgendwie auch den Marktwert von unserem Wintertourismus. Also ich finde das insgesamt eine gute Sache, weiss aber, dass Kollegen von deiner Partei, Daniel, die finden das ein totaler Seich. Der Herr Molino hat gerade gesagt, man sollte Trump die Reise verweigern und den Handshake sowieso. Wie siehst du das? Roger, also zuerst einmal guten Abend. Herzlichen Dank für den Applaus. Ich hoffe, es ist am Schluss etwas ähnlich. Ich habe dir gesagt, Roger, ich weiss nicht, ich hoffe, ich mache dir den Abend nicht kaputt. Ich bin nicht grundsätzlich anderer Meinung bei allen Themen. Ja, du bist eigentlich jetzt auch nicht. Okay. Bei dem jetzt auch nicht. Also ich finde, ich bin sogar am WEF gsi. Ich bin gestern bis heute am WEF gsi. Ich finde das unglaublich. Ja. Entschuldigung, das ist nicht meine Regieanweisung. Nein. Wir hätten jetzt das Licht abgeschaltet. Das ist immer, wenn ich gleicher Meinung bin, geht das Licht aus. Es kommt jetzt so ein Schumm. Es kommt jetzt etwas Schummriges in die Diskussion rein. Okay. Ich wusste, die haben wahrscheinlich nicht genug gezahlt und darum stellen sie das Licht ab. Ich finde es faszinierend, dass man das fertig bringt, einen Anlass zu machen in der Schweiz, wo die ganze Welt drauf schaut, wo die ganze Welt zusammenkommt. Da können interessante Gespräche stattfinden. Ich muss ehrlich sagen, für Leute wie mich ist es jetzt nicht wahnsinnig interessant. Ich finde es schön, bin ich mal schauen. Aber für die, die wirklich jetzt sehen, unsere Bundesräte zum Beispiel, die können die Gespräche führen, informell, was sie sonst nicht unbedingt führen können. Von dem her finde ich das absolut faszinierend, wie Klaus Schwab das fertig bringt. Und ehrlich gesagt, zum Herrn Molina muss ich sagen, ja, es ist noch lustig, aber wahrscheinlich eher eine Selbstdarstellungsübung und weniger ernst gemacht. Also wir haben ja morgen in der Weltwoche einen Artikel, der auch zeigt, dass die SP, wo ja der Daniel Josic angehört, eine hochfaszinierende Partei ist und sich eigentlich durch so einen grossen inneren Pluralismus auszeichnet, dass man im strengen Sinn gar nicht mehr von einer Partei reden kann, weil so viele Leute mit so vielen unterschiedlichen Positionen dort sind. Gut, es gibt andere Parteien wie die SVP, wo man natürlich alles stramm auf einer. Und da gibt es auch gut. Andere, aber... Aber im Thema No Billag sind ja dann schon alle wieder auch sklavisch auf einer Linie, wenn auch wieder, auf der falschen. Aber jetzt bitte, Ding ist mal sklavisch auf einer Linie. Kommen wir zum kontroversen Thema. Okay. Donald Trump, er ist da, er kommt in die Schweiz. Jetzt habe ich heute gesehen, im Tag, ich glaube, es gibt nicht einmal ein Empfangskomitee am Flughafen unten. Also sie rollen dem keinen roten Teppich aus. Donald Trump, auch da vielleicht von mir eine kleine Einschätzung, als Präsident total verteufelt. Weltuntergang ist vorausgesagt worden. Wenn man jetzt schaut, was er angebracht hat in einem Jahr, ich bezeichne ihn als produktiven Exzentriker. Er hat Steuerreform durchgebracht, die Wirtschaft läuft. Gut, er ist jetzt nicht gerade auf der sozialistischen Linie von der SP. Hat auch kritisch sich geäussert über Globalisierung oder, wie ich würde sagen, über eine bestimmte übertriebene Globalisierung.
Also beim Trump muss ich sagen, eigentlich ein interessanter, verstörender Faktor in der Weltpolitik, der völlig zu Unrecht von den Medien extrem verteufelt wird. Ein Unterschied zwischen dir und mir. Ich hätte ihn nicht gewählt. Ich finde seine Politik nicht gut. Was ich allerdings faszinierend finde und schon gefunden habe im Wahlkampf, entgegen allen Wahlbeobachter und Wahlexperten und Berater, hat er seine Linie durchgezogen, ist trotzdem gewählt worden und hat nachher versucht und ist dran, das umzusetzen, was er vorher gesagt hat. Und ich muss sagen, damit hebt er sich wohltuend von den allermeisten Politikern auf diesem Planeten ab. Wie gesagt, ich unterstütze seine Politik nicht, aber ich finde es faszinierend, dass mal einer versucht, das umzusetzen, was er vorher gesagt hat. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er gewählt worden ist, notabene. Oder die vorher, inklusive Obama, haben immer gesagt, yes, we can, und wir machen das. Und der Obama hat gesagt, ja, in Syrien rote Linie. Wenn die überschritten wird, greifen wir ein. Die rote Linie ist im Wüstensand verschwunden. Er hat gesagt, wir ziehen uns aus Irak zurück. Ist nicht passiert. Er hat gesagt, wir schliessen Guantanamo. Ist nicht passiert. Und da haben die Leute von der Klasse Politik, um es so, um den SVP-Begriff zu verwenden. Ja, aber es stimmt da. Hat man sich zurückgezogen. Und das ist übrigens auch in der Schweiz eine gewisse Gefahr. Und darum, glaube ich, sind in letzter Zeit so viele Volksinitiativen durchgekommen gegenüber früher, weil die Leute einfach das Gefühl haben, die machen, was sie wollen. Und wir setzen es nachher nicht um. Und dann haben die Leute wieder das Gefühl, man mache nicht das, was sie eigentlich sagen. Also insofern unterscheiden wir uns davon, dass ich bedauere, dass der Trump der Erste ist, wo das er so durchsetzt. Ich bedauere es, aber ich muss zugeben, er macht das, was er vorher gesagt hat. Und ist er ein Bereich, also finde das interessant, dass du, ich weiß nicht, ob du die Meinung hast, außerhalb von dem Raum, es wird übrigens aufgelöst, ob du außerhalb von dem Raum bist. Ich würde auf jeden Fall ein gutes Wort für dich einlegen in der SP, falls sie sich exkommunizieren sollten. Aber es ist ja schon interessant. Ich meine, in Amerika läuft ja die Wirtschaft extrem gut. Jetzt haben wir erlebt, dass du mit der Steuersenkungspolitik das anbringst, dass Firmen wie Apple einen Teil von ihren Aktivitäten auf Amerika zurückbringen. Das ist von Hunderten von Millionen gedreht. Und heute, interessanterweise sogar im Tagesanzeiger, erste sogar positive Aussagen über die protektionistische Agenda. Aber jetzt der Punkt, ich meine, deine Partei oder die SP, ihr tun ja, welche SP du auch immer stehst, ihr stimmt fürs Gegenteil. Ihr seid der Meinung, Steuern müssen rauf, man muss immer mehr, der Staat muss immer eine größere Rolle spielen. Der Trump ist das Gegenteil und seine Politik produziert aber gute Resultate. Sie produziert zum Beispiel produziert Arbeitsplätze. Also die Frage ist, ich meine, wirst du das jetzt in deinen Kreisen als, müsstet ihr eigentlich umsatteln, müsstet ihr einen anderen Kurs fahren? Also erstens mal hast du den Kurs von der SP, so wie ich ihn verstehe, und ich würde sagen, ich habe mich da bis zu einem gewissen Grad beteiligt, hast ein bisschen falsch dargestellt. Wir sind nicht einfach für höhere Steuern. Überhaupt nicht. Ich zahle auch nicht gerne Steuern. Ich bin einfach dafür, dass der Staat gewisse Funktionen wahrnimmt und dass er für das gewisse Steuern braucht. Und es gibt andere Parteien wie die SVP, die sagen, einfach runter mit den Steuern. Da bin ich anderer Meinung. Ich bin auch nicht der Meinung, ich glaube nicht, dass man die gute wirtschaftliche Lage von den USA einfach kann jetzt dem Trump zuspielen und sagen, wegen seiner Politik ist das anders. Was ich auch erstaunlich gefunden habe, ist, dass Apple gerade so gesagt hat, dann bringt mir das Geld zurück. Das ist sicher ein Erfolg, den er für sich kann verbuchen. Ich glaube nicht, dass die Steuerpolitik richtig ist, aber ich bin schlussendlich nicht zuständig für die US-amerikanische Politik. Also, wo ich ein grosses Problem sehe bei seiner Politik, und das ist eben interessant, weil das heute im Tagesanzeiger ja, so halb positiv besprochen worden ist, er hat jetzt Einführzölle erhoben auf Wäschmaschinen und Solarzellen, also dass quasi die Einfuhr von diesen Wäschmaschinen und Solarzellen erschwert worden ist, weil er mit dem hilft er gewissen amerikanischen Firmen. Und das ist nach meinem Verständnis, das ist eigentlich die fragwürdige Seite von seiner Agenda. Also das andere kann ich nicht teilen, die Kritik an ihm, aber
die protektionistische Seite finde ich gefährlich. Ja. Wie siehst du das? Das finde ich absolut auch. Also ich bin jetzt vielleicht nicht unbedingt für einen schrankenlosen Freihandel. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Vor allem werden dort immer viele Grundwerte ein bisschen über den Haufen gerührt im Zusammenhang mit dem Freihandel. Und wir haben dort nach meinem Dafürhalten ein Problem, weil wir im Land innen haben wir relativ viele Regeln. Und im Freihandel selber, sobald es Grenzen überschreitet, ist es nämlich relativ offen. Aber was ich sicher nicht finde, also nach meinem wirtschaftlichen Verständnis sind Grenzen und Zölle produzieren Kosten und produzieren Ineffizienz. Und offene Märkte führen zu Konkurrenzwettbewerb und zu besseren Produkten. Wir sind uns auch da erstaunlich ähnlich. Das ist hochinteressant. Ich bitte das auch das medial ich festzuhalten. Nein, ich kann nicht gegen Fabian Molina einladen. Ja gut, nein. Ja, nicht gegen Fabian Molina. Kommen wir zu einer anderen Facette von Trump. Und das ist seine Kommunikation, sein Kommunikationsstil, sein Twitteren. Das ist ja auch etwas, das massiv kritisiert wird, international. Es wird so als Zivilisationsbruch dargestellt. Ja. Da muss ich sagen, das ist doch... Und wir bringen über das jetzt bald einmal einen Artikel in der Weltwoche. Der hat wie eine neue Art zu kommunizieren entdeckt, direkt mit den Leuten, unter Umgehung der Medien, der Kartelle und so weiter. Sehr pointiert, aber auch hat man den Eindruck, sehr ehrlich. Also faszinierend eigentlich in diesem Punkt. Ja, also wie soll ich sagen, ich würde nicht immer gerade alles twittern, was er twittert. Und ich finde ehrlich gesagt, seine Tonalität ist nicht unbedingt meine. Und so das Beleidigende unter der Gürtellinie, das muss ich ehrlich sagen, finde ich persönlich nicht gut. Aber was ich auch finde, also wenn ich 2 Jahre oder 10 Jahre von Medien best und schlecht behandelt wird, würde ich auch sagen, blasen mir doch in die Schuhe. Und er macht natürlich könnte etwas... dir nicht passieren, natürlich. Nein, ich hoffe es nicht. Aber er macht, wenn ich es richtig sehe, hat er, glaube ich, 45 Millionen Follower bei Twitter. Ja, dass er hat einfach gesagt, ihr Medien wollt mich nicht, okay, dann bringe ich die Leute noch jemand anders an. Und er hat natürlich die Kraft, oder, zu sagen, dort, wo ich kommuniziere, wenn ich komme und ich schlage bei mir vor dem Haus ein Plakat an und sage, was die Meinung ist, und 45 Millionen Leute kommen zu schauen, dann muss ich keine New York Times mehr haben. Das ist natürlich, ich kann das leider nicht machen. Aber, wieso? Du könntest das auch machen. Du hättest ja, 45 Millionen Follower. Aber mich hättest. Ich würde das hören, was du schreibst. Ja. Also übrigens, nur zu dem Punkt, weil ich das noch sagen darf. Ja, es hat mal eine Facebook-Gruppe gegeben, Daniel Josic in dem Bundesrat. Ah, ja. Und dann hat der Tagesanzeiger das herausgefunden und hat gesagt, leider hat es nur 53 Mitglieder und selbst wenn alle Mitglied von der Bundesversammlung wäre, würde es nicht lange, aber immerhin hat er eine Facebook-Gruppe. Ja, Entschuldigung, die Weltwoche hätte ich auch schon als Bundesratskandidat. Ja, ja. Wobei wir haben ihn natürlich als Bundesratskandidat gepusht, um ihn zu verhindern. Ja, ja, das also, ist wenn wir ihn ist auch zu stark, wenn wir ihn zu stark loben, dann ist natürlich seine politische Karriere beschädigt. Deshalb, wir müssen jetzt eigentlich nur schon in deinem Interesse, wie wir jetzt noch Themen finden im Zusammenhang mit dem WEF, wo wir uns fundamental widersprechen können. Ich überlege mir gerade, was erwartest du noch als letzten Punkt zum WEF Trump? Also WEF weiterführen ist gut, sind wir uns einig, keine schlechte Sache. Die 9 Millionen Kosten, wo es Sicherheit, da sagen wir gut, das ist lieber 9 Millionen fürs WEF als 1,3 für die Kohäsionsmilliarden. Bin ich nicht ganz einverstanden. Ah, ich würde jetzt beides zahlen, oder? Kohäsionsmilliarden und du zahlst beides nicht. Wir müssen sie ja so festhalten. Also ich persönlich nicht, aber zahlen, als Steuerzahler. Ich zahle also auch Steuern. Also wir sind uns da einig. Noch ein letzter Punkt. Was erwartest du von Trump, seine Botschaft? Was wird er sagen? Was glaubst du, wird kommen? Ja, wie immer etwas Überraschendes. Darum weiss ich es nicht. Aber... Aber ich nehme an, er wird sich wieder von überhaupt nichts irgendwie einschränken und beschränken lassen. Mhm. Ich hoffe einfach, dass unser Bundespräsident sich da nicht allzu stark beeindrucken lässt. Ja. Also wir haben ihn gerade heute, ich habe so ein neues Fernsehformat, Weltwoche Daily, das ist jetzt schon im Tagesanzeiger besprochen worden, so ein tägliches Ding. Da haben wir den Auftritt analysiert von unserem Bundespräsident, gleicher Partei wie der Daniel Josic. Und ich muss sagen, er ist in so einer Ehrfurcht vor sich selber auftreten auf dieser Bühne, es war in seiner hölzigen, sympathisch hölzigen Art schon wieder faszinierend. Ah, gut, wir kommen zum nächsten Thema. Begrenzungsinitiative von der SVP. Ich hoffe und
bin fast sicher, wobei bei dir weiss man auch nie, dass wir da anderer Meinung sein werden. Da bin ich nicht sicher. Ja, warte jetzt. Nein, also das kann nicht sein. okay, gut. Nein, ist okay. Also Begrenzungsinitiative, Zuwanderung begrenzen, selber steuern, mit Instrumenten, die mir sagen, wie es läuft. Und die bilateralen Kunden? Notfalls? Nicht, ich sage einfach Personenfreizügigkeit. Ja. Personenfreizügigkeit ja. Stoppen, vorbei. Ja. Weil die hat sich nicht bewährt. Das sieht man in Amerika, sieht man in Europa. Mhm. Ohne Personenfreizügigkeit hätten wir keine Populisten in Frankreich, in Italien. Deshalb Begrenzungsinitiativen. Und wenn die EU wirklich nicht verhandeln sollte, wenn was die EU sich macht, total stur. Ja, gut, da weisst du jetzt wieder, was sie machen. Wenn sie sich total stur stellen sollen, ja gut, dann muss man ihnen sagen, okay, wir kündigen die Personenfreizügigkeit. Mhm. Also auch einverstanden? Nein. Sollten wir machen? Ich persönlich nicht. Warum? Ich persönlich würde zu der Begrenzungsinitiative Nein einlegen. Aber wo ich einverstanden Warum? Bin, ist, ich finde gut, dass wir endlich darüber abstimmen können. Und ich muss ehrlich sagen, und das weißt du, das habe ich auch öffentlich gesagt, ich finde es eine Sauerei, dass man die Masseneinwanderungsinitiative nicht richtig umgesetzt hat. Und vor allem, dass man nicht... Du hast ja nicht für die Umsetzung Nein, abgestimmt aber ich bin dafür gewesen. Nein, ich bin dort im Ständerat. Ja, aber Ständerat meine ich, hast du aber... Nein. Aber ich habe das nur unter der Bedingung gemacht, und das weißt du, dass ich gesagt habe, es muss eine Initiative, es muss eine Volksabstimmung geben im Rahmen von der Umsetzung von der RASA, ja, genau, direkter ja, Gegenvorschlag ja, ja. zu der RASA-Initiative, weil ich gesagt habe, das Volk muss darüber abstimmen. Und das hat man nicht gemacht. Und darum muss die Bevölkerung muss jetzt den Weg ja. zeigen, in welche Richtung will man gehen. Und noch schnell, ja, um etwas zu sagen. Ehrlicherweise, ich persönlich würde sagen nein, aber mir ist schon fast egal, was rauskommt. Hauptsache, es kommt etwas raus. Weil, was ich Schlimmste finde, das ist im Moment die Orientierungslosigkeit in diesem Land. Man muss den Leuten ganz klar Wein einschenken. Man kann okay. der Begrenzungsinitiative zustimmen. Mhm. Man kann sie ablehnen. Wenn man sie ablehnt, das muss man auch sagen, dann geht man den bilateralen Weg weiter. Der bilaterale Weg hat Kosten, hat einen ja, Preis. Aber zum Beispiel ein Rahmenabkommen. Und dann können die Leute ja, okay. entscheiden, wenn es eins oder wenn es andere. Regie hat mir gesagt, ich muss schauen, wegen der Redezeitbeschränkung. Ja, du Peilsender. Ich komme immer zu kurz. Weißt, ich werde MeToo. Ich bin ein Diskriminierungsopfer. Nein, aber jetzt mal gerade. Man kann doch nicht gegen eine Begrenzungsinitiative sein. Ich meine, als Sozialdemokrat und als, ich sage jetzt noch mehr, als Sozialdemokrat und als intelligenter Mensch, als jemand, der jetzt in der Realität lebt, in der Wirklichkeit lebt, ist doch völlig klar. Wir haben in den letzten 10 Jahren netto rund 800'000 Zuwachs gehabt, ein Zehntel von der schweizerischen Bevölkerung. Wir haben nach wie vor 10'000 kommen in die Schweiz, auch wenn es ein bisschen weniger sind, als in den letzten Jahren waren. Im Durchschnitt eine riesige Zuwanderung und, was man auch sieht, eine wachsende Arbeitslosigkeit bei Ausländer, die in die Schweiz gekommen sind, also zum Beispiel Portugiesen, oder, die zum Teil schlechter qualifizierte Jobs arbeiten. Und jetzt als Sozialdemokrat musst du doch dafür sein, dass man da begrenzt. Und das ergibt doch keinen Sinn, wenn du sagst, nein, ich finde es so gut, dass wir abstimmen, aber ich bin in der Sache dagegen. Du musst dafür sein. Siehst du? Und umgekehrt habe ich immer das Gefühl, wenn man mit der SVP ist, müssen wir eigentlich dagegen sein. Warum? Warum? Weil die Wirtschaft und das Gewerbe profitieren eben von dieser Personenfreizügigkeit. Darum sind die anderen Meinung als ihr. Ich persönlich meinte aber, Roger, das muss man gar nicht unbedingt so zugespitzt diskutieren. Machen wir es doch einfach so. Wir sind uns einig, das sind ja Zahlen. Wenn wir Personenfreizügigkeit haben, haben wir Leute, die ins Land kommen. Und zwar, die Zahlen kennen wir ja alle, die müssen wir ja gar nicht schön oder wegdiskutieren. Ich sage, das hat gewisse negative Auswirkungen. Das finden nicht alle Leute gut. Ich übrigens auch nicht unbedingt uneingeschränkt. Auf der anderen Seite haben wir durch die Personenfreizügigkeit die bilateralen Verträge, wo unsere Wirtschaft profitiert, weil wir damit einen grossen Markt, unseren wichtigsten Markt, uns öffnen können. Jetzt muss man wie entscheiden. Und wie es häufig ist im Leben, es gibt nicht nur gut und es gibt nicht nur schlecht. Man kann die bilateralen haben, mit der Personenfreizügigkeit. Oder man kann sagen, wir lassen niemanden mehr da rein. Dann haben wir aber eine Grenze ums Land herum, eine wirtschaftliche. Und haben das Problem, dass die Wirtschaft unter Umständen die Arbeitsplätze nicht bekommt. Und jetzt muss man entscheiden. Und das lässt jetzt die Begrenzungsinitiative zu. Man kann beides richtig finden. Ich sage nicht, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Ich persönlich
bin für die Variante bilaterale Verträge. Aber das müssen die Leute entscheiden. Und wir sind in einer direkten Demokratie. Ich sage nur, wir machen als Politiker Vorschläge. Du die einen, ich der andere. Und die Leute können entscheiden. Ist doch gut. Überzeugend, wie so oft bei dir, hoch überzeugend vorträgt, aber inhaltlich falsch. Dass die Leute entscheiden. Punkt, nein, dass die Leute entscheiden. Nein, das ist gut. Also falsch? Das ist gut. Also. Das ist der richtige Punkt. Aber natürlich die Personenfreizügigkeit ist im aufsummierten Schaden für die Schweiz nicht gut. Weil wir haben eine viel zu hohe Zuwanderung, wir haben eine Belastung der Sozialwerke, Überlastung von Infrastrukturen usw., so Treiber im Wohnungsmarkt. Wir haben gleichzeitig einen Lohndruck in gewissen Branchen, was wiederum von gewerkschaftlicher Seite dazu führt, dass man den Arbeitsmarkt immer mehr anfängt einschränken, immer mehr anfängt dort, das Zeug eben nicht mehr flexibel machen, was eine Stärke ist von der Schweiz. Und vor allem ist, was mich als Unternehmer, der auch Leute muss anstellen muss, was ich total daneben finde in dieser Argumentation, ist einfach, dass man sagt, klar, als Unternehmer habe ich ein Interesse an der Personenfreizügigkeit. Ich kann in einem riesigen Pool in Europa kann ich günstige Leute holen und ich kann einen teureren Schweizer entlassen. Und was mich wirklich aufgeregt hat in der Diskussion damals vor der Masseneinwanderungsinitiative, war, dass Unternehmer angestanden sind, nein, das hat überhaupt nicht mit günstigen Löhnen zu tun. Es hat sehr viel mit günstigen Löhnen zu tun. Und wenn man an einem freien Arbeitsmarkt interessiert ist, möchtest du eben nicht, dass durch die Massenzuwanderung nachher der ganze Arbeitsmarkt wieder abgeschottet wird mit verschiedenen Regulierungen und mit solchen Sachen. Und noch ein Wort zu den bilateralen Verträgen. Ich bin auch der Meinung, dass wir mit der EU sehr gute Verträge oder gut zusammenarbeiten. Das so muss ich sagen. Gut zusammenarbeiten. Aber der Nachteil von dieser ungebremsten oder nur leicht abbremsten Zuwanderung jetzt gegenüber dem Vorteil der bilateralen EIS, die überschätzen dir gewaltig. Gewaltig. Ich meine, die Verträge, was ist denn so grossartig an diesen Verträgen? Wir haben ein Landverkehrsabkommen, da fahren sie einfach für relativ wenig Geld durch die Schweiz durch. Technische Handelshemmnisse, die volkswirtschaftlichen Vorteile etwa in der Höhe der BILAG-Gebühr. Und wir haben ein Forschungsabkommen, die besten Unis sind mittlerweile gar nicht mehr in der EU. Wir haben ein Luftverkehrsabkommen, aber die grösste Airline in der Schweiz ist ja die deutsche, Swissair. Die werden ja sicher die Schweiz noch anfliegen. Also da macht ihr euch doch einfach erpressbar machen gegenüber der EU und lasst einfach so eine Massenzuwanderung in die Schweiz weiterhin passieren, die mehr schadet, als das sie bringt. Also ich glaube, was die bilateralen Verträge betrifft, jetzt wenn man mal Personenfreizügigkeit weglässt, man kann ja immer darüber diskutieren, wie wichtig das eine oder das andere ist, aber insgesamt sind sie ein Vorteil. Und jetzt, was Personenfreizügigkeit betrifft, ich glaube, zuerst muss man mal so ein bisschen die Mythen auf der Seite lassen. Also die Wohnungsknappheit haben wir nicht wegen Ausländer und Ausländerinnen, sondern schlicht und ergreifend deshalb, weil wir Schweizer etwa 30% mehr Wohnraum benutzen als in den 70er Jahren. Das heisst, wir, die früher eine vierköpfige Familie in einer Vierzimmerwohnung gewohnt haben, wo die beiden Kinder, weil ich als Kind habe mit meiner Schwester im gleichen Zimmer gewohnt, das gibt es heute nicht mehr. Heute hat jedes Kind sein eigenes Zimmer. Das, ich kann dich auch ausreden lassen. Ja, ja, das zu den Wohnungen. Das Gleiche ist mit dem Dichtestress im Zug. Also wir fahren ja ab und zu von Zürich auf Bern, ist immer rammelvoll. Aber ich muss dort nicht Hochdeutsch reden. Das sind alles Parlamentarier und Schweizer und so weiter, die hin und her fahren. Die sitzen. Mein Vater, ich nehme das Beispiel von meinem Vater. Mein Vater, wir haben in Dietikon gewohnt. Und dann hat mein Vater einen Job bekommen in Albisrieden. Da sind wir selbstverständlich gezügelt, weil mein Vater gesagt hat, ja, wenn man in Albisrieden wohnt, kann man doch nicht, schafft, kann man doch nicht in Dietikon wohnen. Dann müssen wir jeden Tag hin und her fahren. Ja. Das ist was sagen. Ja. Und jetzt kommen wir mal dazu. Jetzt sage ich dir, wieso kommen die Leute rein mit der Personenfreizügigkeit? Sie kommen rein, weil sie hier einen Arbeitsplatz haben. Jetzt lass mich raus. Jetzt gibt es auch, und da gebe ich dir recht, negative Folgen. Es sind teilweise bis 70'000 Leute in die Schweiz gekommen. Das kann man schlecht finden. Nur, ja, wenn man das nicht hat, wenn man das Kontingentsystem hat, dann hat man das System, wo man beispielsweise in den 90er Jahren ist es so gewesen, dass die Kontingente ausgeschöpft waren.
die Auftragsbücher von den Unternehmen sind voll gewesen. Und auch das Beispiel von mir selber, wo ich Student war, habe ich in einem Baugeschäft geschafft. Und zwar nicht, weil ich irgendeine Ahnung habe von Bauen, sondern weil das Baugeschäft kein Kontingent mehr bekommen hat. Dann haben die angefangen, so Jus-Studenten wie mich einzustellen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wie ein Haus aussieht, wenn ich da mitbaue. Okay. Aber schau, der Punkt ist der. Das ist, ja, ich sage das. Kontingent, also das stimmt nicht. Kontingent, dass ich in einem Baugeschäft geschafft habe, dass ich keine Ahnung von Bauen habe, stimmt auch. Das kann ich nicht beurteilen. Das mag stimmen. Aber dass wir, dass die Schweiz, also das ist ja das, was du rein bist, dass die Schweiz oder die Schweizer Firmen die Arbeitskräfte nicht bekommen hätten, die sie wollen haben, das stimmt einfach nicht. Das hat im 91 nach der Hochkonjunktur tatsächlich, hat man, also in der Hochkonjunktur 90 dort, hat man einen gewissen Plafond reingezogen. Aber das Grundproblem ist das. Wir haben eine extrem hohe Zuwanderung in die Schweiz. Und wir haben einen sehr ausgebauten Sozialstaat. Und jetzt sage ich, gut, man könnte sagen, okay, der Zuwanderungsdruck wird den Rechten helfen, weil dann wird man irgendwie die Sozialleistungen müssen runterfahren. Das passiert aber in der Praxis nicht. Es gibt ein Gesetz. Und das heisst, offene Grenzen und Sozialstaat kannst du nicht vereinbaren. Und ihr von der linken Seite, ihr seid natürlich nur für die Masseneinwanderung, weil die euch politisch hilft. Mit dieser Masseneinwanderung können deine Freunde von der Gewerkschaft natürlich sagen, okay, mit dem können wir jetzt all die Gesetze gegen Unternehmer, die ganzen Regulierungen reinbringen. Und das ist doch der wahre Grund, wieso das die SP für die Masseneinwanderung ist, für die Personenfreizügigkeit. Ja, und das für da musst du mir noch erklären, warum die Economie Suisse auch dafür ist. Ja, weil die, ja, das kann ich dir gut erklären. Weil die Economie Suisse natürlich der kurzsichtige Vorteil, also die Leute, die dort dabei sind, vor allem ausländische Manager, die sehen den kurzfristigen Vorteil von solchen erleichterten Jobrekrutierungsmöglichkeiten mit der Personenfreizügigkeit. Sie sehen die billigen Arbeitskräfte. Das ist echt die grösste unheilige Allianz, die wir haben zwischen den Gewerkschaften und da der Economie Suisse. Aber ich sage dir, das kommt nicht gut. Und ich weiss, eigentlich siehst es du es wie ich, aber irgendwie möchtest du jetzt da doch mit komischen Argumenten dagegenheben. Das Problem ist folgendes: Wenn ich jetzt Ja sage, mache ich deine Diskussion wieder. Okay, also gut. Wir kommen zum. Das Problem ist folgendes: Vielleicht ja, ich noch etwas sagen. Bitte. Du weisst, wie ich denke, du weisst, wie die Economie Suisse denkt. Was ich aber allerdings nicht weiss, ist, ob du weisst, wie du denkst. Weil das finde ich faszinierend. Nein, müssen Sie sich vorstellen. Sehr gut. Das ist gut. Da sitzt der Herr Köppel da, oder seines Zeichens, ja nicht unbedingt ein Fan von der Verwaltung. Und was ihr vorschlägt, ist, dass von jetzt an die Unternehmen nicht mehr selber entscheiden dürfen, wenn sie eine Arbeitskraft aus dem Ausland haben wollen, sondern ihr wollt auf ein Amt, da hocken dann Sozialdemokraten. Leute oder? Wie du. Und dann kannst dann du sagen, Leute, ich sollte in der Weltwoche noch eine neue Putzfrau haben. Dann sagen die, jo, Herr Köppel, ich weiss nicht, suchen Sie da mal im Inland ein. Ja, das System, das ihr wollt. Ja. Ich sage, das ist der Faulste. Nein, nur geschwind. Ja, also machen wir fertig. Also, was heisst dann nehmen nur geschwind? Nehmen wir die 70'000, die zum Teil gekommen sind. Jetzt kommen die und sagen, die Hälfte oder wie viel ist Familiennachzug. Ja, da gebe ich dir recht. Warum? Weil die Manager und die kommen nicht allein. Die nehmen ihre Familie mit. Verstehe ich übrigens auch. Aber das ist richtig. Jetzt muss dann ich kommst du und sagst, ein gewisser Teil von denen sind dann auch noch gerade Sozialschmarotzer. Da gebe ich dir auch recht. Den Begriff habe ich nicht verwendet. Aber, ja, ist egal. Dann nehme ich jetzt ins Maul. Weil sind okay, ein gewisser Teil sind Sozialschmarotzer. Hast du noch zwei Sätze? Jawohl, ich kann da schon genau. Zeit messen. Aber das Wesentliche ist, ein gewisser Teil sind eben Arbeitskräfte, die wir braucht. Und ich sage, unter dem Strich nehme ich die negativen Auswirkungen der Personenfreizügigkeit in Kauf, damit ich die positiv habe. Aber das kann man auch anders sehen. Weil du eben aus meiner Sicht die negativen falsch einschätzt. Und du siehst ja da die Fakten nicht ganz. Der Grossteil von dieser Zuwanderung über Personenfreizügigkeit geht übrigens nicht in die private Marktwirtschaft, sondern der Grossteil geht natürlich in den Staat, in staatsverwandte Sektoren, Gesundheitswesen natürlich, wo immer grösser, immer teurer wird. Ich will dann wissen, wie du die Spitäler, wie du die Krankenschwester und Krankenpfleger in der Krebsabteilung und was, das ist ja schon gut. Und jetzt noch der andere Punkt, den du gebracht hast. Das ist ja so ein Evergreen. Das ist ja so ein schöner, den bringen wir immer wieder. Aber die haben wir doch gerne. Die haben wir gerne. Aber gleich noch ein Punkt zu dem, der ist wichtig. Das mit dieser Bürokratie, da müssen Sie jetzt genau, das ist eben so ein verführerisches Argument. Das Problem ist eben, dass durch die Zuwanderung, die wir jetzt haben, haben wir eine gewaltige Bürokratie von flankierenden Massnahmen,
von gewerkschaftlichen Regulierungen. Übrigens wird da Geld verschoben in den Millionen mit paritätischen Kommissionen. Wir haben faktisch durch ganze Branchen durch, mit Gesamtarbeitsverträgen, Standardisierungen, faktisch zum Teil sogar schon Kündigungsschutz. Alles solche Instrumente, die in Frankreich, in Deutschland zu einer höheren Arbeitslosigkeit führen, das bringen wir in der Schweiz jetzt im Zug von dieser Massenzuwanderung. Und der Punkt, du hast recht, es hat eine gewisse bürokratische Kontingenzbewirtschaftung. Das ist richtig, das haben wir aber gehabt während 37 Jahren zwischen 1970 und 2007. Und da wird der Daniel Josic zugeben, da sind wir nicht das Zimbabwe Mitteleuropas gewesen, auch mit diesen Kontingenten. Nein, bist du natürlich da wenigstens einverstanden? Ja, Zimbabwe sind wir nicht gewesen, aber wegen dem ist es gleich bürokratisch. Das andere ist viel bürokratischer. Wir sind für den Abbau der Bürokratie. Nein, du bist mir da zu eloquent in diesem Thema. Ich komme jetzt zum dritten. Du bist mir zu einer Beratungsresistent in diesem Thema. Also, wir kommen jetzt zum Thema No Billag. Also, schieß los. Also, No Billag, da sind wir wahrscheinlich nicht gleicher Ansicht. Lass mal hören. Ja, also, ich weiss nicht, was deine Meinung ist, ich vermute es nur. Aber ich werde die Initiative ablehnen. Ich glaube, bei aller Kritik an der SRG, und die habe ich auch, bin ich der Meinung, dass... Du bist auf der Schawinski-Linie in diesem Thema? Ja, gut, das ist los. Immer ein bisschen unsympathisch, wenn man auf der Schawinski-Linie... Nein, ist gut. Aber ja, da, ich meine, ich bin nicht so kompetent wie er in diesem Thema, aber ich bin auch der Meinung, dass das zum Service Public gehört. Ich meinte übrigens, die SRG hat ganz ein anderes Problem. Wenn ich schaue, ich habe mal beobachtet, mein Sohn, der schaut kein Fernsehen. Er ist 13, ich schaue kein Fernsehen. Ich habe dann mal so ein bisschen angefangen, umfragen. Haben wir einen Fernseher? Ja, wir haben einen. Ich habe dann ein bisschen umgefragt, wie das bei anderen ist, bei ihren Kindern, so 13 bis 25. Ich habe keinen einzigen gefunden, der Fernsehen schaut. Und ich habe einfach das Gefühl, die Generation, die kommt, die schaut kein Fernsehen mehr. Das heisst, deswegen wird vor allem das Problem, ich glaube, das Durchschnittsalter von den Zuschauern ist irgendwie knapp 60 und wird jedes Jahr höher. Und von dem her habe ich das Gefühl, das gibt ein biologisches Billag-Problem oder No-Billag-Problem und nicht unbedingt eins in Zusammenhang mit dieser Abstimmung. Also bei mir ist so, ich werde die No-Billag-Initiativen unterstützen. Ich werde sie auch annehmen, das ist klar. Ja. Und zwar, ich kann das einfach ausschicken, und zwar, das habe ich im Parlament gesagt, ich finde den Grundansatz, den Denkansatz, auch in der Radikalität, darüber kann man streiten, das kann man kritisch sehen. Aber was für mich einfach unerträglich geworden ist, ist die totale Überhöhung von dieser SRG, gerade auch in dieser ganzen Diskussion, die Arroganz von dieser SRG. Ich meine, wir sind mittlerweile bei 6'000 Mitarbeiter, über 1'000 im Tessin, 1,6 Milliarden Budget. Und dahinter einfach so ein Apparat. Und wir haben ja gerade den neuen Fall da, Rundschau, mit dem Kriminalfall Uri, wo ja das Bundesgericht sogar die Rundschau zurückgepfiffen hat, wo die Rundschau sagt, das interessiert uns gar nicht. Also die SRG steht über dem Bundesgericht jetzt mittlerweile. Und da ist es doch notwendig, dass man dieser SRG einfach irgendwo mal ein deutliches Signal gibt, dass es so nicht weitergeht. Und was ich auch nicht glaube, und was doch auch einfach gelogen ist, wenn sie das erzählen, selbst wenn die No-Billag-Initiative angenommen werden würde, du wirst weiterhin wird auch ein SRG existieren können. Die werden doch ihre Programme können, mühelos finanzieren. Es gibt übrigens auch einen Verfassungsartikel, wo sagt, für den Zusammenhalt des Landes, Sprachen, Vielfalt und so weiter, könntest du sogar noch gewisse Förderungsgelder sprechen. Und wir wissen ja, wie das Parlament Volksinitiativen umsetzt. Also die ganze Untergangsrhetorik, dass du dort in dem Sinn die nicht mitmachst, aber unterstützt. Also in einem Punkt gebe ich dir recht. So wie ich das Parlament in der Umsetzung von Initiativen gesehen habe, sind die in der Lage, irgendwie ein Spielhaus abzuschaffen und zu sagen, das ist jetzt eine Umsetzung leid, oder? Ja. Irgendwie so in dem Stil. Aber ja, ich hoffe es nicht. Aber weißt du, schlimmer ist eben, also ich finde den Applaus verdient, aber schlimmer ist eben, du wirst bei dieser Umsetzung leid noch Ja stimmen. Das ist eben das Problem. Ich befürchte auch. Ja, ist klar. Nein, aber wenn man den Text anschaut, dann führt das zur
Abschaffung von der SRG. Und dort ist jetzt der entscheidende Punkt, ja, wo ich glaube, wo man muss aufpassen. Du hast gesagt, es ist gut, wenn man der SRG mal zeigt, dass man nicht mit allem einverstanden, ja, ist. Bin ich einverstanden, aber nicht unbedingt, indem man gerade Todesstrafe ausspricht. Ich bin der Ansicht, dass tatsächlich die Vorwürfe, die du jetzt hervorgebracht hast, teilweise berechtigt sind. Und die SRG, die so ein bisschen eine Art, so ein, ja, man kann sagen, nach wie vor eine Monopolposition hat, und sich mir das mitfinanziert, leistet sich dann natürlich Fauxpas, wo ich schon meine Bedenken habe. Aber auf der anderen Seite, du siehst, die Privaten in diesem kleinen Land mit 3 Sprachregionen, da bist du mindestens Tessin, Romandie, ist unmöglich, aber kommerziell, okay, ein Fernsehen, ja, aber du würdest du siehst, auch Tele, ja, Zürich kann ja, eine News-Sendung machen, eine Talksendung, ja, die amigs gut ist, wenn wir dabei sind. So ist es. Genau. Aber sonst, die könnten, ja, keine Fußballübertragungen und so weiter machen. Ja. Und muss einfach eins sehen, was kostet die Beilage? Ich habe heute extra nachgeschaut, ein durchschnittlicher Deutschschweizer schaut pro Tag 2 Stunden Fernsehen, mhm, und zahlt mit der Beilage 1.20 Franken pro Tag. Also für 2 Stunden Fernsehen zahlt man 1.20 Franken. Das ist relativ, ja, günstig. Ich verstehe. Ist nicht einmal, ja, ein Kaffee-Creme. Ja, wobei, also, man muss sehen, das Problem von der SRG darüber aus ist dann noch, dass sie 0 Werbebeschränkungen haben. Also, ja, auch bei der Ausstrahlung. Die Deutschen haben das an. In Deutschland hast du Werbebeschränkungen auch im kommerziellen Bereich. Ich finde, man müsste dort, ja, seine Schranken weisen. Da aber bin ich Frage nicht einverstanden. Frage ist aber einfach, nicht gerade den Stecker ziehen. Aber du würdest, das höre ich richtig, du würdest unterstützen, oder für, ja, unterstützen, wenn man vielleicht in einer späteren Phase eine Reduzierung von diesen Beilaggebühren würde zur Diskussion stellen, ja, und eine generelle Redimensionierung von der SRG. Also, die SRG, dort sind wir uns auch einig, hat sich extrem ausbreitet in den letzten Jahren. Ja. Sie haben x neue Programme gemacht und der Anspruch, also ich meine, das hast du im Parlament auch gehört, ich meine, die stehen da und sagen, ohne uns geht die Schweiz auseinander. Obwohl die SRG, so lange hat es jetzt auch nicht. Also im 48 war sie noch nicht dabei. Nein, ja, 1291 auch nicht. Also das ist absurd. Nein, die Schweiz geht nicht auseinander. Also auch mit diesen Fernsehprogrammen nicht. Es gibt beim Zusammenhalt, ich meine, ich schaue an mein welsches Fernsehen, ehrlich gesagt, um mich ein bisschen informieren, aber es machen wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Leute. Ich bin nicht der Medienprofi und da bist du viel kompetenter als ich. Aber einfach jetzt vom Schiff aus als Laie bin ich auch der Meinung, das kann nicht sein, dass man die Miese, für so eine miese Qualität so viel Geld braucht. Mhm. Und insofern kann man dort sicher einiges besser und einiges, ja, günstiger machen. Aber wie gesagt, ich würde den Stecker nicht ziehen. Aber er wird eben auch nicht gezogen, selbst wenn es angenommen wird. 105 SRG-Mitarbeiter sind akkreditiert am Filmfestival von Locarno. Das ist Service Public. Ich meine, das ist, hochgradig absurd. Wenn du, ja, eine Sendung aufhörst, da stehen, ja, x, ja, Leute stehen dort im Zeug, und das ist ein riesen Apparat. Das ist einer der grössten, ja, Arbeitgeber im Tessin. Also das ist doch völlig überdimensioniert. Ich glaube, ein Punkt, den wir haben, oder aber, wo ich finde, aber, eben, in der Schweiz, also, Entschuldigung, warte mal schnell, wo das erfunden worden ist, wo man die ganze SRG gemacht hat. Das war ja zu einer Zeit gewesen, wo du Propaganda, Mussolini, aus dem Norden, Gebrüll von Hitler und so weiter. Und dann hat die Schweiz eine Art im Zuge der geistigen Landesverteidigung so einen nationalen, was ist, Volksempfänger oder so irgendetwas gemacht, um da sozusagen die Kohäsion da auch im medialen Bereich zu gewährleisten. Aber wir sind ja heute in einer Zeit mit Internet, massiv billigere Kosten auch für Medienanbieter. Das sieht man ja in meiner Tagesschau-Sendung an, die ich da mache bei der Weltwoche. Das kannst du ja mit relativ kleinem Aufwand, kannst du das machen? Das ist doch unzeitgemäss, dass wir eine so eine öffentlich finanzierte, eben nationale Medienerziehungsanstalt haben, die dann sowieso am Schluss haben, sehen wir ja, gut, sie sind halt auf der Linie von deiner Partei, im weitesten Sinne. Ja, natürlich. Das ist ein Home. Was ist das? Das ist Big Brother von der SP, die ihr so in Stube haben. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ja, natürlich. Also, Ich kann dir jetzt verraten, immer bevor der Tagesschau läutet, sind Parteisekretariat da und fragen, ob wir das okay geben für die Sendung. Oder? Nein, das ist ja gar, das Schlimme ist, das ist gar nicht nötig, weil sie arbeiten euch entgegen. Das ist jetzt gut. Ja, ist klar. Aber, nein, aber... Jetzt im Ernst.
Ist nicht mehr zeitgemäß, Daniel. Nicht mehr zeitgemäß. Wie ich die Einleitung gesagt habe, ich befürchte, dass mindestens, ich sage jetzt mal, all die, die unter 30 sind, die werden die SRG nicht mehr benutzen. Mhm. Es ist aber nach wie vor so, dass die Tagesschau etwa 500 oder 600'000 Leute schauen, pro Tag. Das ist relativ viel. Und ich glaube, wir sind in einer Übergangszeit. Ich bin tatsächlich nicht sicher, wie ich am Anfang gesagt habe, ob sie 30 Jahre noch so wird sein, ich bezweifle es, aber im Moment ist es noch so. Und ich glaube, im Moment ist das für sehr viele Leute Service Public. Wir haben, wie gesagt, 3 Sprachregionen. In Welschland, im Tessin, würde kein Schwein dort privates Fernsehen machen. Und ich will auch nicht unbedingt. Und für dich wichtig, dass man es hat, dass ich will nicht müssen da Pay-TV zahlen, um irgendwie Sport, um eine Weltmeisterschaft zu schauen. Weil ich brauche es nicht, weil ich schaue nicht einmal Fußball, oder? Aber ich weiss, dass ein Großteil von ihnen will die Fußball-WM schauen will. Und für die können sie dann mindestens so viel zahlen, wie sie jetzt für Bilanz. Also wir sehen, dein Einfühlungsvermögen auch in die Bedürfnisse von anderen so Menschen, die du nicht teilst, ist sehr so gross. Deshalb bist du für die SRG. Okay. Und in der SP. Genau, in der SP auch noch. Noch ein letzter Punkt. Wie viel Prozent wird sie machen, die Initiative? Was glaubst du? Was schätzt du? Los, ich bin dankbar schlecht in Prognosen von Abstimmungen. Ja. Ich persönlich habe das Gefühl, dass sie weniger macht, als man meint. Als man meint. Weil die Leute einfach da zu viel Respekt haben. Ich sage jetzt mal 40%. Okay. Gut, besten Dank. Was meinst du? Du musst jetzt auch verraten, oder was du meinst? Ehrlich. Ich würde sagen, maximal 40%. Eben, gell? Ja. Okay. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmal einen ganz herzlichen Applaus für den Gast Daniel Josic. Ich habe noch ein kleines Geschenk. Wir haben da noch ein kleines Ding mitgenommen. Danke vielmals, merci. Herzlichen Dank. Und bitte zum Abschluss noch notieren Sie sich am 7. Februar, Sabine, du willst mich korrigieren. Am 7. Februar machen wir die Veranstaltung Monatsgespräch nochmal eins in Zürich, im Weissen Wind. Dort mit dem Fabian Unterrecker, Comedian und ETH-Absolvent, der eben nicht nur Humor hat, sondern auch beunruhigend intelligent ist. Der ist dort dabei. Und nachher geht das Konzept von dieser Veranstaltung ist, dass wir das schweizweit machen. Also ich gehe dann immer in den Ort des Gastes, des Lokalmatadors. Da haben wir den Tamara Funicello, auf deiner Linie. Total. Wir haben den Corrado Pardini, das Biel. Wir treffen die Anita Fetz, das Basel, den Kurt Fluri, das ist der Mann, das physiognomische Wunder von der FDP, der seine Ohren auf Durchzug stellen kann. Ich weiss nicht, wie das geht, aber dann gehen wir auch besuchen und diskutieren über die Themen des Monats. Und es würde uns natürlich freuen, Sie bei dieser Gelegenheit wieder mal zu sehen. Und vielleicht auch mit dem Herrn Josic wieder einmal. Das freut mich sehr, dass du heute mitgemacht hast bei der Premiere. Ganz herzlichen Dank nochmal, Daniel. Merci. Danke. Merci vielmals. Schönen Abend.